Willkommen zurück bei Ark Survival Evolved mit Annie und Mario und einem mini kleinen Biber, ja, bei dem wir gleich irgendwas machen können. Aber ich weiß nicht genau was. Ja, wir können. Die kleine Leona. Den braucht auf jeden Fall gleich Aufmerksamkeit. Die hat jetzt schon ein bisschen was an Bären-Intus. Ein bisschen gefuttert. Man sieht es da oben drüber dann. Wenn du mal drauf guckst, ja. Warte, ja, da stand Once Care in 4 Minuten. Dann möchte sie umsorgt werden. Sie möchte gepflegt werden. Sie möchte einfach, dass irgendwas mit ihr gemacht wird. Oh, mal was Fellbürsten. Oh, süß, ja. Ja, das ist tatsächlich nicht vom Wachstum abhängig, soweit ich das gesehen habe, sondern tatsächlich von der echten Zeit. Also irgendwie, wenn die schneller wachsen, geht es, glaube ich, trotzdem nicht früher. Also da stand irgendwie, ich glaube, 4 Stunden vorne oder so. Kann das sein? Oder 3 Stunden 43. Na, hallo. 45. Ja? Ignoriere mich doch. Das ignoriere dich, ja. Ja, was stand vorne? Ja, aber auf jeden Fall über 3 Stunden. Ja. Also wie gesagt, das ist tatsächlich von der Zeit abhängig. Aber wir haben es bald geschafft. 3 Minuten noch. 3,5 Minuten noch. Mensch, wir tragen Mami alle... und Papi sind schon ja, da. Ja, stimmt. Alle sind da. Wir tragen alle Flak. Ist euch das mal aufgefallen? Ich nicht. Doch. Meine What? Ich habe das nur gemacht, damit ich mal endlich gegen Mario eine Chance habe. Mein Oberteil ist kaputt. Und das hatte ich eben. Ach, auch. Schön. Ja. Ja, wo denn? Hinterrücks zuerst mir den Kopf schießen oder was? Wo hast du denn da eine Chance? Wer hat erkannt, würde ich sagen. Ja, 1:1, ne, Hero. Dann machen wir am Ende dieser Folge das epische Finale. Jetzt, nachdem du mir schon meine Flakrüstung kaputt gehauen hast. Hast du echt keinen Flak an? Du hast ja auch eine Flakhose an, oder ja, nicht? Aber er lag am Boden, dann habe ich noch einen Fall reingejagt und dann ist die Rüstung kaputt gegangen. Ja, also irgendwas ist immer. Wo weißt du, man wird steht da hier, man steht hier rum und sagt, man ist gleich mal kurz eben AFK und diskutiert gerade im TS mit anderen Leuten. So einmal so zack, Pfeil in den Kopf. Wie ja, immer. So ist das, halt. Das ist jetzt schon das dritte Mal hier. Ne? Da hat der Bird mitgezählt, ja. Merkst du das? Und noch nicht das Ja, das war allein Mal. Heute das dritte Mal. So, da geht er noch ein bisschen Schaden. Hätte ich doch auf der Insel lassen sollen. Ja, jetzt so. Mich eben weggeportet zu einer einsamen Insel. Ja, so ist das halt, ne? Mario schnappt sich einfach die Leute und entführt sie irgendwo hin. So. Die Lystros wurden alle schon gestreichelt. Wir haben ja mittlerweile ein paar mehr hier am Start. Wir haben Lystopia und wir haben Lystrine und dann haben wir aber noch mehr. Hier haben wir Oscar. 2 Minuten noch. Lystrinchen, Lystariel und Lystrosaurus ohne Namen. Warum? Stimmt. Was ist da los? Ja, die habe ich vorhin mitgebracht und ich habe den Namen noch nicht vergeben. Moment. Ja, und der Baum, den Anni sabotiert hat, der ist immer noch nicht so richtig perfekt gesetzt. Der wächst hier so ein bisschen in den Trog rein, aber naja. Hm. Da müssen wir noch mal so ein bisschen bauen hier, glaube ich. Hm. Kann man den nicht ein Stück weiter nach hinten? Ach, du hast den noch mal umgesetzt. Naja, ich habe den ein paar Mal umgesetzt. Aber er, also er ragt jetzt nicht ganz rein, ist okay. Naja, so ein bisschen sehr kreativ. Im Berg. Klingt fast wie lüsternes Linchen. Jetzt mal einen Busch drauf oder so. So, mal schnell hier hin, bevor ich was verpasse. Das wollen wir hier jetzt noch über eine Minute. Hast du jetzt genannt, die Kleine? Warte mal. Lystralinchen. Lystralinchen. Oh mein Gott. Ja, einfach alles mit Lyst, ne? Einfach Ewigkeiten rumgetippt. Hey, Leona. Na? Alles senkrecht? Die hat auf jeden Fall, die Lebenspunkte vom Papa bekommen. Ich glaube, den Damage-Wert auch von Papa. Ja, ich kann da mal reingucken. Hier, also Lebenspunkte 2880, Schaden 302 schon. Movement Speed 170, oh, das ist überhaupt gar nicht so schlecht. Das ist von Hause aus, haben die immer. Ach so, okay. Ja, Food 5600 ist okay. Oxygen, naja, für den Tauchgang. Ja, das Essen hat sie von Mama bekommen. Ja, die Mama hat halt auch mal gut Hunger. Die Mama hat übrigens gerade, ach nee, das war der Papa. Leonardo hat hier gleich mal wieder ordentlich hingekackt. Ja, aber das Essen ist zum Beispiel weniger als von, also der Papa hat mehr. Mhm. Aber es ist auch ein Mädchen, die brauchen nicht ganz so viel Nahrung. Ja. So, 13 Sekunden. 10 Sekunden noch. So, Moment, ich muss mir das auch mal angucken. Ja. Bin gespannt, was man da machen kann. Keine Ahnung. Die Spannung steigt. Alle das arme Kind. Tanzen oder so. Wahrscheinlich. So, 0 Sekunden. Wants to cuddle with you. Oh mein Gott. Oh mein Gott, darf sie mit mir knuddeln? Mach das Ui aus und dann darf sie knuddeln. Warte. Einfach nur lange drücken. Ich hab einfach nur E drücken. Habe ich gemacht, da passiert nichts. Moment. Was ist hier los? Vielleicht jetzt passiert irgendwas. Ach nee, warte mal her. War's das schon? 100%. Habe ich sie schon? Jetzt nochmal 3,5 Stunden. Jetzt, Imprinting, 100%. Alles aber das, klar. Aber man hat nichts gesehen. Aber das, ja, toll. Die hat mit dir geschmust. Oh, also rein theoretisch hat die gebracht? Kleine... Naja, man hat sie nicht gesehen. Hallo, die hat aber Lebenspunkte. Aber hallo.
Oh ja, krass. What? Das waren gerade 2880. Ja, ich hab mir die Stats vorher aufgeschrieben. Moment, ich guck mal kurz. Ach, das ist aber noch echt was? Krass. Nee, oder? Ich guck mal ist kurz. 5600, 525. Nee. Nee, der Rest ist gleich, aber Lebenspunkte auf jeden das Fall. Das ist ja krass. Oh mein Gott, aber wir haben mit ihr gekuschelt. Leona, kleine süße Vielleicht Maus. Hat sie dann beim nächsten Mal noch mehr. Aber das ist ja, hallo, das sind ja fast 600 Lebenspunkte. Krasse Action hier. Das ist bestimmt auch random, oder? Meinst du, das geht immer auf die Energie? Ja, deswegen meine ich ja, dass beim nächsten Mal vielleicht irgendwas anderes kommt. Vielleicht, also ist das Knuddeln immer irgendwie Lebenspunkte, dann irgendwie was mehr Schaden oder sowas. Ist ja pervers. 600 Lebenspunkte. Hallo, Schaffet. Die kleine Maus. Das Leona, ist krass. Ja, krass. Dann muss man ja jetzt noch 3,5 Stunden hierbleiben. Ja, also das muss man richtig mit. Also wirklich, bei mega krassen Zuchttieren lohnt sich das richtig. Oh ja. Da müssen wir dann einfach am Ball bleiben. Da ne? müssen wir dann einfach mal einen Wecker stellen. Da wird einfach mal nachts aufgestellt. Einteilen. Ja. Ich kann dann nachts sowieso nicht schlafen von daher. Ja, dann machst du das so. Ich mach das dann früh morgens. Aber da war ein kleines Schnuller-Symbol. Echt? Ein Schnuller-Symbol? Ja. Habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich auch nicht gesehen. Ja, ist ja knuffig, die Kleine. Oh. Haben wir noch irgendein Gammelfleisch? Ja, also auf jeden Fall ist sie ja schon juvenile. Ich habe ja schon den Trog etwas befüllt mit Beeren. Mhm. Da können wir noch ein paar mehr reinhauen, glaube ich. Ach, 15 Gammelfleisch. Da geht was. Ich habe auch mega viel Fleisch besorgt eben. Ah, cool. In der Offscreen-Phase. Ja, das war eine lange Offscreen-Phase, denn für uns ist tatsächlich immer noch Sonntag. Das ist eine Ausnahme. Sonst nehmen wir immer nur die Folgen von Montag bis Mittwoch vorher auf, aber es musste jetzt einfach sein. Wir wollten das mit Leona zeigen. Genau, wir haben uns nämlich gedacht, wer weiß, wann wir nochmal die Chance haben, das direkt in der Folge zu zeigen. Denn ach, scheiße, und ich sehe gerade, meine Lebenspunkte sieht man mal wieder nicht. Wenn es nur alle 3,5 Stunden ist, dann ist die Chance relativ gering. Das stimmt allerdings. Also haben wir uns gesagt, okay, dann warten wir jetzt. Eben, das lohnt sich. So, Kristalle sammeln war ja übrigens noch der Plan. Ja. Das könnten wir jetzt mal machen, so mit Ankilo und Quetzi. Dann macht ihr das mal. Ich kann nämlich heute noch was voll Unproduktives machen. Hiro, darf ich mich wieder unten ranhängen und du fliegst den Quetzi? Ja. Super. Ich kann nämlich heute, dadurch, dass nur meine Ansicht nicht zu sehen ist, voll unproduktiv irgendwo in der Landschaft rumstehen. Ja, mach mal. Kannst du die Landschaft angucken. Ja, das ist wirklich so wie du das, aber machst voll entspannend. Einfach nur rumstehen und nichts tun. Das mache ich aber gar nicht immer. Nee, aber das ist nicht so anstrengend, wie die ganze Zeit irgendwas Sinnvolles machen zu aber müssen. Aber glaube mir, irgendwann hat man nicht mehr im Kopf, dass die eigene Aufnahme nicht zu sehen ist und dann macht man doch irgendwas. Sag's dir. So, Saphira, komm. Saphira ist leer, das ist super. Also ich muss mal Saphiras Sattel. Der Ankelo auch. So. Meinst du kriegst mich von hier gehoben? Oder soll ich irgendwie... Hallo, wo ist der? Wahrscheinlich vom Kinderzimmer. Wahrscheinlich hängt da gleich ein Stego dran oder so. Naja, aber Ruby und Siri sehen echt ähnlich aus. Krass. Ja, und unser neuer Stego, der ja noch keinen Namen hat, das Männchen. Oder hat er jetzt schon einen Namen? Na, schade. Das war ein Wolf? Nee, der hat noch keinen Namen. Der sieht nämlich auch so ähnlich aus. Okay, das war ein Stego. Geh doch einfach mal weiter vor. Ja, ich wollte doch nur mal testen, ob Hiro das drauf hat. Er hat er nicht. Wissen wir doch schon. Ja, wie soll man denn da treffen? Das ist wirklich schwer. Das muss man ja einfach mal sagen. Ja, so ein Kützer, der hat ja auch große Krallen. So, jetzt bin ich am Start. Und wir gehen... Ja, wo haben wir denn viele Kristalle? Einfach oben auf dem eigentlich. Berg. Ich glaube, um die Metalldinger, da spawnen ja immer so viele Kristalle. Und wir können auch nebenher Metall sammeln, weil brauchen wir auch. Ja, wo auf jeden Fall noch Kristalle sind, auf der fliegenden Insel. Boah, da sind wir ja eine Weile... Den? Warte. Nee, es ist kein... Warte, nee. Ansonsten setz mich einfach kurz ab und ich renn kurz hin. Oder du hängst mich einfach in den Boden, so wie jetzt. Das ist echt schon krass, ey. Da waren echt fast 600 Lebenspunkte. Ja, das ist wirklich fett. Muss man mal sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das da der Vorteil ist. Okay. 4 Kristalle rausgekriegt. Ja, geil. Mega. Mega mäßig. So, was mache ich heute mal ein Produktives? Einfach nur rumrennen, sinnlos. Eier einsammeln. Okay, das ist kein echter Stein. Irgendwas habe ich im Busch. Ja, im Busch mit abgeerntet hier. Da Kristalle? Ne, das sind auch Büsche, ne? Also Kristallfarm ist hier, glaube ich, gar nicht so geil. Stimmt, hier ist nicht so viel. Ja, oder doch zur fliegenden Insel. Da rennt ein Rex rum, habe ich gesehen. Wahrscheinlich ist der von Annika. Ja, wahrscheinlich. Warte, dann tanke ich nochmal Ausdauer. Ja, dann fliegen wir mal zur fliegenden Insel. Das hilft, glaube ich. Das lohnt sich deutlich. Okay. Was habe ich denn hier im Inventar? Beeren, schon 3 Metall und 4 Kristalle. Oh, ich habe die leeren... Quetzal hat auch nichts zu essen. Oh, der hat nichts. Dann musst du mal kurz was umlegen.
Möglicherweise hier, guck mal, da vorne kämpft ein Agentales in Bammut. Da mischen wir uns mal ein. Saphira, schneller! Ein Karlchen zeigt, dass er alles kann. Ja, das geht. Ja, geht ganz gut. Macht zwar nicht viel Schaden, aber schnell. Naja, wenn er auf Damage geskillt ist, geht es einigermaßen mit Quetzi. Also gibt auch Kampfquetzis. Ja, ja, klar. Na? Also der Agentavis, der will aber auch nicht sterben, ne? Nee. Der hätte sie auch einfach unten dranhängen lassen können. Und dann einfach um dich schlagen. Ich hau hier mal mit drauf, ne? Geht doch. Also viel kann da nicht mehr drin sein. Ich baue hier gerade nebenher irgendwas ab. Boah, Saphira hat den Kill gekriegt. Saphira abstaubar hier. So, okay. Jetzt nochmal Ausdauer tanken. Und dann geht's ab zur fliegenden Insel. Da hinten sieht man sie schon. Ich muss mal kurz hier aussortieren. Ganze Kram. Beeren, so viele Beeren brauchen wir auch nicht. Ich nehme die einfach, die später zufällig noch im Inventar sind. 80 Flint schon wieder mitgenommen hier. Na, das kann man auch gebrauchen. Oh, ich habe eine Longneck-Rifle mit. Ich darf nicht sterben. Du stirbst doch nicht. Genau, ich hängst nur in der Luft. Das ist gut. So, da vorne ist auch noch ein weißer Airdrop, glaube ich. Und hier ist der Rex. Da gucke ich gleich mal an, was das so ist. Ein Rex-Level. Was? 40. Ah ja. Noch ein Rex. Los. Ist noch ein Rex Level 92. Ein Mädchen. Nicht schlecht. Zerlegen gerade ein Mammut. Zu zweit, die Schweine. Mhm. Jetzt wieder die Sturmmantel-Base. Mit einem dicken Quetzi da auf dem Dach. Level. Kann ich gar nicht mehr sehen. Ey, 102. Und ein dicker Bronto. 185er Bronto, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, ja, ja. Schon krass, was das ist. Oh, da ist ein lila in der Erde. Lila! Oh. Da hinten sind auch zwei. Ich meine. Liegt ja auf dem Weg. Eben. Aber der ist bestimmt weg, bevor wir da sind. Ah, kann sein. Na, wir lassen uns mal überraschen. Ach ja, nur fliegen ist schöner. Schnell fliegen ist noch schöner. Ja, das aber, ist mit dem Quetzi immer so eine Sache, ne? Ich habe jetzt mal schön hier runtergekackt. Super Sache. Und ich finde das jedes Mal aufs Neue erstaunlich, wenn man sich anschaut, wie der Sattel auf einem Ankylo aussieht und wenn man dann selber da drauf hockt, dass man sich da nichts tut, ja? Also da dürfen dir echt die Beine nicht einschlafen. Ansonsten sitzt du da mal eben brutal auf dem Stachel. Das könnte etwas wehtun, glaube ich. Das glaube ich allerdings auch. Pfählen ist ein Spaß dagegen, glaube ich. Aber das, oh, jetzt kommen die Wolken. Ja. Stimmt. Es nebelt. Es wolkt. Aber das sieht schon echt schick aus hier, also... Ja, vorhin waren da zwei Mosas, glaube ich, unterwegs in der Bucht. Ja, haben wir gehört zumindest. Also Mosa ist ja irgendwann dann auch mal der Plan. Mal wieder. Dann hoffentlich mit Fortbestand. Ja, gucken, wie lange der dann unterwegs ist. Aber es sieht noch gut aus mit dem lila Airdrop, ne, Hero? Ja. Die Ausdauer reicht noch. So. Und was machst du hier rechts neben mir? Ich hänge einfach so rum. Du fliegst mit ich kann mal so ein bisschen gechillt irgendwo rumhängen. Mit dem Quetzi. Du musst was Produktives machen, sonst darfst du dich nicht mehr beschweren. Ich mach nichts Produktives. Ich will auch einfach mal unproduktiv sein. Das ist doch gar nicht unproduktiv. Einfach mal sinnlos nichts machen. So. Okay, wir nähern uns der Sache. Kurz vorher ist er weg. Wahrscheinlich. Okay. Flieger wir mal rein. Ja, er war durch. Guck mal, ob hier irgendwas Brutales kommt. Okay, da unten ist er. Echt? Wo? Ach da. Okay. Ja, Saphira kann ja ein bisschen was weghauen. Ja. Ich lass dich mal fallen. Dann steige ich mal schnell ab. Gucken wir mal rein. Da ist ein Dodo. Da scheint es also. Ein Blueprint für eine. Was? Ein Dodo? Was, ein Dodo, ein brutaler Dodo. Ja, ein Blueprint für eine graue Pike. Für einen grauen Speer. Ja, das ist ja richtig epic. Aber hier ist ein Stein, aber einen Stein will ich gar nicht. Nee, wir wollen weiterfliegen. Wir haben hier keine Zeit.
Und wieder schön in der Kralle. Das ist echt so geil. Das sieht aus. Ich hab gar keine Ausdauer. Oh, dann lieber nochmal landen. Da ist er gerade auf dem Boden. Ja, also wenn ich bewegst, dann regenerierst du natürlich auch nichts, ne? Muss schon stillhalten. Ja, wir können ja hier gleich nochmal landen. Ja, schmeiß mir einfach runter. Okay. Ich genieße die Aussicht. Ach, ist das schön. Landschaftsporträt. Echt schön hier. Gleich mal ein Screenshot von. Wunderschön. Jeder Mensch sollte brauchbare Bildschirmhintergründe haben. Ja, ihr merkt schon, Anja hat wieder Prioritäten extrem gut verteilt. Das kann man immer gut machen. Hiro macht das auch. Ich mach das auch. So, also, wir wissen nämlich, was wichtig ist. Ja, du kannst das Screenshot machen, wenn du hier nicht gerade aufnimmst. Ach, das geht noch alles während der Aufnahme, das geht. So, weiter geht's. Terran-Dönchen. Wir sind ja bald da. Und Mario wartet schon auf uns, das sehe ich doch. Ey, trödelt ja. Wir trödeln. Ja, wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich Metall mitnehmen. Hier können wir alles machen. Oh, da sind Biber. Biber im Wasser. Ist ja süß, ganz klein. Ach da. Ja, da habe ich Leonardo her. Oh, da sind. Ey, ist ja voll was los hier. Hallo, Biber-Party oder richtig was? Viele, krass. Ne? Auf der anderen Seite auch. Hier, da. Biberdamm. Level 12. Oh, und hier, da schwimmen sie alle rum. Ist das süß. Die haben Planschparty. Ja. So eingeladen zum Planschen. Jawohl. Finde ich super. Also hier oben ist gerade friedlich, auf jeden Fall. Na, das ist doch gut. Boah, hier ruckelt es jetzt ein bisschen. Erschreckt euch nicht. Ein bisschen ist gut. Ja, bei mir ruckelt es halt ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, was hier los ist. Keine Ahnung. Also auf der Insel gibt es Kristalle oder unten bei dem Berg? Auf der Insel eigentlich. Auf der Insel. Oben. Aber wie gesagt, unten gibt es halt auch mal Metall, auf jeden Fall. Da können wir gleich nehmen. Aber erstmal oben abgrasen, da dürfte man, glaube ich, dann schon zwei Ladungen voll haben. Boah, und hier sieht man wieder nix, ne? Also. Ich hoffe, du hast noch eine Ausdauer zum Ankommen. Ja, ja, Hälfte noch. Ich hoffe, wir fliegen nicht gleich gegen die Insel. Das hoffe ich auch. Sehe echt gar nichts. Also, ich sehe auch nur. Ja, ich sehe auch gerade irgendwie. Nur nicht viel. Ah, da kommt er ja. Ja? Okay, ja, super. Hier ist ja schon wieder deutlich besser. Dicker Bronto am Start. Stegos. Alles da. Und jetzt gehst du down, ne? So, ups. Ja, dann legen wir los hier mit Metall. Jo. Brauchst du noch neue Ausdauer oder so? Ist ja die Fettmetallbrocken. Ja, kann man gleich machen. Ja, das sind die dicken. Ich sehe mal wieder gar nichts hier. Ja, hier ist alles voll. Ich sehe auch gerade nicht so viel. Aber. Alles haut hier kleine Bäume und irgendwie hast du nicht gesehen, aber nur das Metall nicht. Ja, na doch, jetzt kommt das Metall. Okay, ein bisschen tiefer. Ja, sieht gut aus. Denk dran, mit der X-Taste kannst du bremsen, ne? Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Jo, so ist gut. Okay. Das mit X, da muss man sich erstmal wieder dran erinnern. Okay, und... Ja, passt. Jo, haben wir. Einfach mal Inselmitte fliegen, da sind Kristalle auf jeden Fall um den See drumherum. Mhm. Dort, wo früher mal die Base war. Die schöne PvP-Arena. Ja. Die müssen wir wieder aufbauen, hallo? Ja, da führt kein Weg dran vorbei. Wenn wir dann die Kristalle eingesammelt haben und das ganze Metall, dann fliegen wir ja immer ein bisschen am Rand lang. Da gibt es auch noch Metall ohne Ende. Und vielleicht haben wir ja Glück und hier oben gibt es einen roten Airdrop oder einen gelben, wenn wir hier gerade rumturnen. Das wäre echt schön. Das wäre cool. Wobei der letzte gelbe, den wir hier eingesammelt haben, Hiro, der war ja auch Schrott. Was hattet ihr da drin? Pistole, glaube ich. Hier liegt, du musst halt links. Ah, hier sind aber Metallbrocken. Ist schon. Da wollen wir uns an den Kristallen in erster Linie. Durch die Bäume. Um den See rum, ne? Dann lasse ich einfach mal runter. Ja, das war der falsche See. Das ist der falsche See? Das ist der falsche See. Hinter dir. Das Wasser ist hier so schön. Hä, wo ist denn da noch ein See? Ach, auf der anderen Seite einfach, ja. Okay. Einfach hier oben ein bisschen lang fliegen, also da gibt es ein bisschen Kristalle. Hier vorne ist ein größeres Kristallfeld. Ein Säbelzahntiger. So. Den nehme ich mal gleich mit hier. Ah, die anderen. Na. Ja, doch, geht.
Jo, haben wir. Ist immer wieder schön, die Karte von unten zu sehen. Gibt's eigentlich irgendwelche Tiere in diesem Mini-See? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Also da ist nichts drin. Da ist auch nicht mal irgendwie überhaupt irgendwelches Gemüse drin oder so. Gar nichts. Nüscht. Kein Gemüse im See. Boah, aber hier kommt echt Fettmetall raus. Sehr geil. Hast du denn eigentlich Schränke auf dem anderen Quetzal gebaut, sag mal? Nee, noch nicht. Da ist auch noch nichts drauf gebaut auf der Plattform. Weil ich war mir nicht ganz sicher, ob wir hier tatsächlich in so eine Dingsplattform bauen, so eine Schmelzplattform, oder ob wir das tatsächlich so machen, einfach hier eine Schmelze irgendwo hinbauen, das einschmelzen und zurückfliegen. Wir haben eine Kiste noch auf der Insel. Und dass wir das dann hier nutzen, um vielleicht irgendwie eine 10-Box drauf zu basteln oder so. Für Quetzis. Naja. Achso, da sind die Kristalle, ja. Okay, da komme ich noch nicht ganz ran. Bisschen. Ja, stopp. Super. Und noch ein bisschen nach vorne. Stopp. Das war zu weit, okay. Das war daneben. Ein bisschen Obsidian haben wir auch. Ja, hab ich. Also gesagt, lass uns einfach hier so eine riesen Schmelze hinbauen und dann oder einen Schmelzbereich und dann ist nämlich leichter zu transportieren, das ganze Metall. Boah, diese dicken Brocken, ey, so geil. Richtig golden, da kommt. Am meisten raus. Da muss auch Gold rauskommen, verdammt. Ja. Ja, genau. Ja, da unten bei den Betten, da unten ist eine Kiste drin. Also wenn du wenigstens eine kleine Kiste irgendwie raufpacken willst, weil Metall ja auch noch gut stackt. Naja, das Problem ist, ich kann, glaube ich, hier nichts ohne weiteres hier drauf bauen. Ach so, okay, ja. Boah, da sind richtig viele Kristalle. Ist der Server speichert oder was? Nicht. Boah, weil ich stehe hier noch an. Ja, okay. Moment. Dann müssen wir ein bisschen ein Stück nach vorne. Ja, stopp. Oh, hier ist geil. Ach Mist, macht der denn da? Ja, wir machen Ruhe. Saphira wird seekrank, Mensch. Das ich kann wieder die rum, ab. Seekrank. Wie er wieder rumfliegt. 30 Kristalle, geil. Ja, aber das reicht gerade mal für eine Wand. Ja, jetzt nochmal 14. 22. Manchmal so ein bisschen den ganzen Bereich abgrasen. Ich glaube, hier gibt es noch mehr Kristalle vorkommen. Ja, doch. Ich glaube, ich habe aber jetzt schon hier oben alle. Ne, ist da noch welche, oder? Ist da noch welche? Ich glaube, die hintersten sind noch nicht. So, einfach mal draufhauen. Sieht gut aus. Ja, doch, siehst du schon wieder 30. Ja, ich glaube, da stehst du gut. Ja, hier ist gut. Super. Okay, das waren sie. Da ist noch einer, glaube ich. Ich treffe nicht. Boah, die sind kaputt. Nee, die sind. Nee, die gehen so langsam. Ach, jetzt sind sie kaputt, alles klar. Gut. Jo, super. Aber da einer ist noch, ne? Aber den treffe ich nicht. Ganz bisschen, ja, okay. Ja, super. Ist kaputt. Ja, dann direkt das gleiche Metall mitnehmen hier unten. Huch, ich häng im Berg. So links. Links? Da, hier unten. Einmal durch die Bäume, ey. Als Ankühler musst du auch denken, was ist hier verkehrt? Ich wollte nie fliegen. So, okay. Den schönen Brocken von unten. Jo. Also auf jeden Fall auch noch mehr größere Brocken. Oh, ich habe irgendwas getroffen. Ich glaube den Trike. Ja, der Trike da. Ach komm, gut. Wolltest du ihn erledigen? Ja, kann ich machen. Also, weil der erreicht mich gar nicht, weil ich hänge im Boden. Ich sammelt wieder alles hochgeboostet. Ja, ich sammle alles ein, das stimmt. Boah, bam. Kann man ja aussortieren. Lebt der noch? Der lebt der ja noch. Was macht ihr denn da? Ihr sollt Metall sammeln. Ja, wir sammeln Metall. Und nicht den ganzen Wald abbauen. Was ist denn? Oh, meine Ausdauer ist gleich leer. Ja, dann müssen wir irgendwo hin. Du kannst mich zur Not auch einfach absetzen. Also na, hier drüben. Try kriege ich kaputt, auch wenn ich nicht laufen kann. Okay, bei Mario. Sehr schön. Dann laden wir einfach mal aus. So, mal gucken. Gleich kommt bestimmt der Try hier angerannt. Ich sehe nichts. Ja, der hängt da schon im Baum. Da hängt er gut. Aber wieder hängt, als ob der gleich mit 100 km/h hier angerannt kommt. So, einfach mal alles rüber und übertragen. Ach komm, ey, Seeds brauchen wir hier nicht. Den ganzen Kram. Boah, das wiegt alles nichts. Einfach drin, das Zeug und fertig. Ja, warte, dann machen wir hier mal so. So, einfach alles rüber. Vorsicht, er kommt. Ihr macht das schon. Ey. Der Trike. Ab da. Der zweite hängt noch da im Baum. Da ist noch einer. Okay. Ist hier gerade alles rausgenommen? Scheiße, ja, hab ich. Verdammt, das wollte ich gar guten nicht. Morgen. Ja, Mann, ich dachte, das wäre jetzt anders hier. Jetzt ist hier alles drin. Ja, jetzt muss ich mein Zeug hier auch mal wieder. Ich brauche mein Zeug. Das sollte eigentlich nicht mit rüber.
Warum schleppst du eigentlich die Waffe mit dir rum, sag mal? Habe ich doch aus Versehen gesagt vorhin. Aus Versehen. War auf einmal noch. Aus Versehen gesagt. Hab ich aus Versehen gesagt. Nee, hab hast ich mal, hast du auch mal Metall rübergepackt? Also die wichtigen Sachen und nicht den ganzen Schrott? Noch nicht. Mach ich schon nur Müll. Nichts gegen den Müll. Was soll ich mit den ganzen Bären? Essen. Kristalle. Noch mehr Metall. Wir haben auf jeden Fall schon Steine. Auch super. Brauchen wir alles. Achso, ich kann nichts mehr tragen. Das Übliche. So. Und ein bisschen Holz. Flint kann man auch immer gebrauchen. Ich kann schwer nichts mehr tragen. Da kommt schon wieder ein Trike an, glaube ich, oder? Ja, die sind jetzt hier alle ein bisschen genervt. Der hängt die ganze Zeit im Baum. Aber ist das schon der zweite jetzt, oder nicht? Ja, ja. Dann ist das schon kaputt. Okay, haben wir. Ich bin startklar. Die Bäume sind wunderbar am Rumflackern hier bei mir. So, das kommt noch rüber. Ja, dann könnt ihr gleich hier noch den Rest einsammeln. Hier sind noch mehr Brocken. So, und das kommt hier weg. So, Moment. Jo. Ah ja. Aber Kristall ist hier unten nicht, ne? Nur oben. Kann sein, dass hier noch irgendwie am Rand noch ein bisschen Kristalle sind. Müssen wir mal schauen. Ich weiß nicht hundertprozentig. Es gibt auf jeden Fall, wie gesagt, bei der Pinguininsel, aber die ist halt immer gefährlich, weil man da mal öfter mal einen Disconnect haben kann. Also, schwierig. Aber können wir mal gucken, ob wir da irgendwie mal was finden. Jo. Ansonsten im Schneebiom im Süden, da ist auch noch was, aber wir können erstmal ein bisschen Metall mitnehmen hier. Direkt da vorne ist, glaube ich, noch mehr. In Richtung ja, links. Eher links? Rand. Okay. Hier drüben. Ach, du fliegst schon vor, das ist ja schön. Hallo Bäume. Erstmal umhauen. Okay. Und direkt hier vorne an der Kanne sind auch noch welche. Große, richtig fette Metallbrocken. So, den treffe ich auch. Leckt manchmal echt krass, ja. Ja, wirklich heftig. Wenn so ein Fels zerspringt irgendwie. Kommst du dran? Ja, ja, oder? Ich komme von unter der Karte ran. Ja, besonders wenn die Büsche kaputt gehauen werden, da ist ja mal ein bisschen. Ja, weil da so viel drin ist. Ein bisschen ist. Laggy. Das ist mit dem Bronto immer, wenn er mit dem Schwanzschlag einmal kurz die Karte leer fegt, dann merkst du immer ganz besonders. So. Also, ob sie den oben genau gleich mitnehmen noch? Mhm. Leg Trike Eye. Ja, das kann man auch mitnehmen, dann kommt der nächste Trike. So, komme ich da auch ran? Ja. 132 Metall. Geht doch. Ja, dann direkt zum Obsidian oben. Oh. Was oh? Naja, was dürfen nicht aneinander stoßen, ach, weil es kann sein, dass du mal loslässt. Wäre schlecht jetzt irgendwie. Oh, da habe ich jetzt nicht getroffen. Ja, ja, sieht gut aus. Hab ich. Und hier vorne direkt sind auch vier Brocken. Aber Kristalle sind hier echt nicht. Ja, macht da nichts. Wie gesagt, wir haben noch ein bisschen drum rumfliegen. Ich sehe gerade nichts. Ich sehe. So, mal da. Den habe ich nicht. Boah, ist ruckelt. Aber da sind ja noch mehr. Wenn wir das waren Steine. Ein bisschen. Ja, genau. Schon wieder einen Busch erwischt hier. So. Ja, jetzt. Ist gar nicht so einfach, ja, wie man eigentlich rüber denkt. Ah ja. Und da ist wieder das goldene Metall. Das goldene Metall. Ja, von der Farbgebung her müsste es eigentlich eher so ein bisschen, weiß nicht, rotbraun sein. Oh, eigentlich der schon war noch gar nicht kaputt. Da war der Busch wieder. Ihr räumt ja aber alles weg. Ja, nur, ne? Also, was kostet die Welt, sag ich dir. Gold gibt's bestimmt irgendwann auch nochmal. Das wäre richtig geil. Wenn es mehr Kabel gibt und so. Dann kann man sich eine goldene Rüstung machen. Ja, richtig schick. Die hat bestimmt nichts aus. Das macht nichts. So eine Prunkrüstung. Irgendwie wenigstens mit so ein bisschen Gold verkleiden. Einfach so ein bisschen ausschmücken. Gold in Tarsien sozusagen. Ja. So habe ich. Mal gucken. Oh, dann können wir den anderen erwische ich auch. Bestimmt. An der Kante lang fliegen, glaube ich. Ein bisschen nach vorne. Jo. Treffe ich da nicht? Nee, den treffe ich nicht. Jetzt. Hier ist echt alles aber weg. Krass. Ja, dann im entgegen Uhrzeigersinn um die Insel rumfliegen am Rand. Da finden wir, glaube ich, noch mehr. Ist nix. Und nur nicht fallen lassen.
Schildkröte, das Twig-Eye. Nö, nö, genau. Na, wenn dann, du musst nur kurz vom Boden abspringen. Ja, genau. Ne? Das würde ich dann machen und dann. Einfach vorher abspringen. Gar nicht erst kurz vom Boden, sondern einfach vorher abspringen. Ja, ja. Weil die Gefahr durch Leck einfach mal nicht abzuspringen ist einfach viel zu hoch. Mhm. Aber das wird natürlich nicht passieren. Ja, voll die Pros. Ja, ich habe da so ein bisschen Angst, wenn du voll im Boden drin hängst. Ja, ich hoffe einfach, dass das nichts ausmacht, okay? Ach, solange ich die rechte Maustaste nicht drücke. Huch, ne? Welche Maustaste? Okay. Oh, hier sind auch Biber. 4 Stück. Jo, haben wir. Oder einfach hier weiter ein Stückchen weiter links. Da Biber. Was ist das denn? Ach, was meintest du mit Biber? Wie sind denn hier hochgekommen? Ich weiß auch nicht, wie die hochkommen. Was haben wir denn für ein Level? Krass. Pokémon? Voll Level, was los sind hier geboren. Level, wow. Also gar nicht. Das ist der Himmel für die Biber. Level 96 ist ja dabei. Ja, geht das noch? Ach mein Gott. Okay, Ach, da ist gar keiner. Das ist nur Stein. Kristalle wären schön. Aber irgendwie. Müssen wir mal die Bergketten abfliegen, weil die sind ja immer irgendwie da drauf, ne? Mhm. Ja, dann machen wir das. Ja, wie gesagt, bei uns in der Nähe sind ja auch noch Bergketten quasi, wo man langfliegt in Richtung Schneebiom runter, im Süden. Das Größere quasi. Oder halt da direkt beim Tempel gerade rüber. Da ist, glaube ich, auch, sind auch Kristalle. Aber wie gesagt, Metall ist ja auch nicht so unwichtig. Wir brauchen ohnehin Metall ohne Ende. Also ich kann gleich nichts mehr tragen. Okay, dann müssen wir mal ein bisschen umladen. Okay, dann hier, den kann ich bestimmt noch. Boah, ich sehe nur alles, Bäume, ey. Da sind ja gemäht. Ja, okay. Kann ich dich fallen lassen? Ja, ne? Okay. Boah, es bebt einfach nur alles. Es bebt einfach nur. So. Mal ausladen. So. Kannst du nicht mehr tragen. Was, du wolltest was sagen? Du kannst nichts mehr tragen, sagte ich. Ich kann nichts mehr tragen, nee. Ich wollte was sagen. Ich wollte was sagen. Ja, was wollte ich denn sagen? Ich weiß auch nicht, was ich sagen wollte. Was auch immer. Keine Ahnung. Spontan vergessen. So. Sehr viel mehr. Also ein bisschen was passt noch, aber auch nicht so viel mehr. Vielleicht noch 100 oder so. Also passt nicht mehr alles drin. Okay. Naja, dann müssen wir die Steine raushauen. Ja, Stein weg. Ein Biber geht jetzt erstmal fliegen. So, ja, dann hau ich auch die Steine hier weg, okay? Dann Hiros sammeln wir einfach nochmal Kristalle. Das ist halt echt. Ein Armleuchter. Guck mal, ins Wasser da unten. Der hat sich schon immer. Der träumt doch von der weiten Welt da unten. Ciao. Ja, toll, erstmal ein Biber von der Insel geschmissen. Du bist echt ein Armleuchter. Damit er ins Wasser. Ja, und? Eben, der landet im Wasser. Der kann das. Der landet im Wasser und ist jetzt frei. Ja, ich kann die auch mal runterschmeißen. Und sein Kumpel kommt mit, damit er nicht so alleine ist. Ja, der hat sich nämlich gesagt, 10 Meter Turm ist langweilig, weißt du? Ja, ich kann euch auch mal runterwerfen. Ein kleiner Biber, der macht sich doch Angst in die Hose. Jetzt hier. Ach, Quatsch. Der kann das, der kann fliegen, der ist ja auch irgendwie hochgekommen. Irgendwelche Biber sind auch irgendwie hochgekommen. Ja, weißt du, keine Pinguine töten können und hier keine Babybiber oder sonstiges oder andere Babys töten können, aber einen Biber von der Insel schmeißen, kleinen flauschigen Tierchen. Echte Banausen, ich hab da auch schon Pinguine irgendwo. Eben, Hiro ist da nicht so, der fackelt da nicht so lange. Hammleuchter. So, hast du jetzt ausgeladen alles? Ja, ist alles ausgeladen, Hiro, weggeschmissen. Wo ist denn Hiro jetzt hin? Ja, da ist jetzt aber richtig voll geladen. Ich hab grad nicht so viel. Ach, wieso, wieso? Du bist ja ein Steiner raushauen, Moment. Seid ihr noch an dem Platz? Ja, ja, ja. Hier, so viel Müll, Umweltverschmutzung, unglaublich. Ach, da hinten. So, also ich bin voll geladen. Ja, Saphira ist leer. Ein bisschen sehr viel voll geladen. Ansonsten ein bisschen was bei Karchen dann noch rein. Dann muss man was rausnehmen. Ja, jetzt kann ich gerade nicht. Warte. Gut, dann muss Karlchen jetzt nochmal hier. Ja, wir können ja parken. Wir sind irgendwann mal durch mit der Folge. Schon wieder 35 Minuten rum. Ist ja Wahnsinn. Deswegen würde ich sagen, wir machen mal hier einen Cut an der Stelle. Können wir nämlich mal in Ruhe dann hier ein bisschen mal sammeln und zurückfliegen quasi. Und dann soll das passen. Ich komme nicht ran. Und ich hole die Biber gleich wieder hoch. Ja, mach mal. Und wirfst du nochmal runter. Da komme ich ran. Gut, also, sagen wir schon mal Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.